Ja, dann wollen wir die Ruchlosen mal zu Leblosen gestalten. Mal gucken, wie schnell das hier geht. So, hey! All dieses Blut, das tut mir gut. Bei den Flammen, was waren das für Dinger? Tja, das waren Ruchlose. Vielleicht ja Geruchlose. Hahaha. So, mal gucken. Tja, haben ein bisschen Kohle dabei und eine Standardtruhe. Und der Warwick, der kann übrigens auch leveln. Das heißt, mal schauen. Attribute, der hat 30 Klugheit. Da möchte ich eigentlich direkt schon wieder reinknallen in die Klugheit. Aber der braucht auf jeden Fall auch ein bisschen Konsti. Der fällt mir mal zu oft um. Stärke braucht er nicht. Geschicklichkeit wäre auch schön, aber erstmal kriegt er hier alles auf Konsti. Ich hoffe mal, das ist erstmal okay. Ich werde mich bestimmt später darüber ärgern, aber vielleicht lebt er so ja mal eine Sekunde länger als sonst. So, hier hat er ein miasmisches Fläschchen. Das würde ich auch gerne... Dauer? Nee, das möchte ich nicht. Ansturm. Der Schurke stürmt nach vorne und versucht das Ziel niederzuwerfen. Erschöpfender Nebel. Tumult. Tumult. Der Schurke täuscht den Gegner eine Chance auf Verwirrung. Bianca, was haben wir denn da noch Schönes? Pfeilhagel haben wir schon, zerschmetternder Pfeil, bersterner Pfeil, zerschmetternder Pfeil macht Feuerschaden 600%. Ja, bersterner Pfeil, Feuerschaden 53 und dann nochmal gegen brüchige Ziele aber nur. Benommen machender Schuss, Lanze des Bogenschützen. Dieser Pfeil ist so mächtig, dass er alle Feinde auf seinem tödlichen Weg durchschlägt. Den hat man schon mal, könnte ich ja trotzdem nochmal machen. Oder ich nehme mal den da, komm. Was soll es? Jetzt bitte. Sonderbares Zwergenrelikt, Hände aus Stein und ein verzierter, verderbter Talisman. Und noch ein Magier, der aufgelevelt ist. Attribute, bitteschön. Du kannst eigentlich auch mal ein bisschen Konsti gebrauchen, wenn ich das so sehe. Und ansonsten, Rache ist natürlich immer schön. Ich könnte natürlich auch noch so eine Dingens machen, so eine Lähmung. Rache. Wenn dieser Modus aktiv ist, erlangt Anders eine gewisse Kontrolle über den Geist in seinem Inneren, seine Angriffe und Zauber. Tralala, tralali. Martyrium. Zauber, die aktuell werden schnell wieder verfügbar. Blut meines Feindes. Anders wird erst ruhen, wenn seine Aufgabe erfüllt ist. Jeder Gegner, den er besiegt, erstellt einen Teil seiner Gesundheit wieder her. Benötigt Martyrium. Anders opfert seine eigene Gesundheit, um sein Mana aufzufüllen und schneller zaubern zu können. Und das stellt einen Teil seiner Gesundheit wieder her. Das hört sich doch gut an. Schnelle Gerechtigkeit, Regenerationszeit 80% für alle Zauber. Also ich gehe definitiv auf Rache. So. Obwohl der Anders tut mir mal so leid, dass der soll doch gar nicht Rache üben wollen dauernd die ganze Zeit. Der soll auch der lustige Junge bleiben, der früher immer war. Der alte Spaß, wo Hogel. Schatten und ein Ruchloser. Ich mache hier mal auch den Ruchlosen und gebe hier mal ein bisschen Fersengeld. Weil die Ruchlosen, die brauchen ja eh 30 Jahre, bis die mal ankommen. Und solange können wir hier die kleinen Schatten schon mal. So, und den da. Und dann den da. Und dann. Ach, den da ist auch schon gut. Dann halten wir mal die Stellung, bitte. Sehr schön. Ach, was ist das denn hier? Wieder was ich nicht angreifen kann, offensichtlich. Jetzt. Und jetzt hier noch. Ach, ihr habt doch alle einen Schatten. Na, Mist, das kann ich noch nicht. So, dann mal los. Das war Nummer 1. Und das war Nummer 2. So, der Schatten hatte zufällig gerade ein bisschen Pausengeld dabei. Da sollte er sich, glaube ich, irgendwie eine Milchschnitte oder so einen Hundekuchen in der Pause holen. Und, ach, den habe ich immer noch nicht jetzt aber. Winzige Kopfschnitzerei. Ja, sowas habe ich übrigens auch RL, so eine winzige Kopfschnitzerei. So, zweite Welle. Nicht.
kommen wir denn hier nur hin? Wie sieht es hier nur aus? Was sind das für Gewächse und Auswüchse? Und was hat das noch mit der originalen Dragon Age Welt zu tun? Und warum haltet ihr denn immer noch? Seid doch mal ein bisschen selbstständiger. Coole Einstellung für Thumbnail. Und jetzt weiter. So. Das war so klar. Schatten, Schatten, Schatten. Und wir werden natürlich erstmal klugerweise wieder zurücklaufen. Einfach nur, damit keine Geruchlosen wieder da hinterhergestiefelt kommen. Mann, ihr Idioten. Dann stellt euch eben dahin. Und den da. Und der ist eh tot. Ist er tot? Nee. Mann! Dass man hier auch pixelgenau die Leute, die Viecher finden muss manchmal. So. Ach, speichern geht gerade nicht. So, jetzt aber speichern. Und jetzt schaue ich doch mal ganz kurz, ob da vorne die zweite Welle nach hinten locken. Hallo? Ruchlose. Na, war ja klar. Ich würde mal sagen, dann stellen wir uns mal alle ein bisschen da auf. Dann müssen wir nämlich einen längeren Gang absolvieren und dann passt das schon. So. Bitteschön. So. Ach. Genug. Huch. Ihr habt eure Stärke bewiesen. Ich möchte nicht, dass diese Kreaturen grundlos zu Schaden kommen. Also grundlos ist jetzt aber Ansichtssache. Ihr seid jetzt bereit zu reden? Ihr seid der Erste hier, der uns nicht einfach angegriffen hat. Sie werden euch nicht wieder angreifen. Nicht ohne meine Erlaubnis. Was sind das für Dinger? Sie wirken wie Felsgeister, aber... Sie sind hungrig. Die Ruchlosen bewohnen diesen Ort seit unzähligen Zeitaltern. Sie haben sich von den magischen Steinen ernährt, bis sie nichts anderes mehr kannten als das Verlangen. Das Lirium? Sie ernähren sich von Lirium? Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Besucher. Ich glaube, das ist ein Dämon. Und davon abgesehen, wieso sagten Victor Hawk bitteschön Lirium, während alle anderen Lyrium sagen? Das ist aber ein bisschen sehr merkwürdig. Naja, anders. Er scheint sich sehr für ihren Hunger zu interessieren. Er ist ein Dämon und er ist hier, um sich zu laben. Und ich möchte mein Festmahl nur äußerst ungern beenden. Ich spüre euer Verlangen. Ihr wollt diesen Ort verlassen, doch dafür werdet ihr meine Hilfe benötigen. Tut es nicht. Dämonen hintergehen einen immer. Was sollen wir tun? Wie wollt ihr uns denn helfen? Warum brauchen wir eure Hilfe, um hier rauszukommen? Es gibt noch eine weitere Tür, die zu den Wegen weit über uns führt. Sie ist es, wonach ihr sucht. Sie ist jedoch verschlossen. Und kann nicht ohne den richtigen Schlüssel geöffnet werden. Ich weiß, wo dieser Schlüssel sich befindet. Tut, worum ich euch bitte. Und ich verrate es euch. Also, was denkt ihr? Mit einem Dämonen zu verbünden, das steht natürlich gegen alles, was und so und bla. Und der hält hier unten ein Festmahl mit den verlorenen Seelen. Also ist wirklich kein sehr aufrechter Dämon. Und die Frage ist, dieser Schlüssel, den kriegen wir doch bestimmt so oder so. Ha, schwierig. Einigen wir uns? Wir lehnen ab, wir bringen ihn um. Wir lehnen ab, wir bringen um. Oder wir einigen uns. Ich frage mal, ob wir uns einigen. Vielleicht kann man das Gespräch weiterführen. Die Frage ist ja auch, was will er denn überhaupt? Wir haben wohl kaum eine andere Wahl. Mist. Eine weise Entscheidung.
Welchen Teil von Dämon habt ihr nicht mitbekommen? Ihr könnt unmöglich von mir verlangen, mich auf eine Abmachung mit dieser Kreatur einzulassen. Nicht weit von hier gibt es eine Gruft, die von einer Kreatur bewacht wird, die mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge ist. Vernichtet sie. Und ihr bekommt eure Freiheit. Ihr habt doch gar kein Auge. Ja, Avelin plus Feindschaft und plus Feindschaft plus 15, da muss ich nochmal laden, das geht so nicht. Und vor allen Dingen, ich wollte erstmal wissen, worum es überhaupt geht. Und ich wollte das nicht gleich annehmen. Ich wollte ja erstmal überhaupt wissen, warum und pipapo, dämonische Besessenheit später. Ich kann noch nicht annehmen, bevor ich nicht weiß, worum es geht. Hätte auch sagen können, iss deine eigenen Hände auf oder weiß ich nicht. Hände. Das ist jetzt ein bisschen schäbig. Also ich bin auch dagegen, mich mit einem Dämonen zu verbünden. Da bin ich komplett dagegen. So, ist mir jetzt egal. Kontrollpunkt, dann könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich laufe da jetzt durch und bringe das Scheißvieh um. Eine Kreatur töten, die müssen wir bestimmt sowieso töten, aber... Genug. Huch. Ihr habt eure Stärke bewiesen. Ich möchte nicht, dass diese Kreaturen grundlos zu Schaden kommen. Ja, grundlos ist aber Ansichtssache. Ich würde sagen, einfach angegriffen zu werden, dürfte Grund genug für uns sein. Sie werden euch nicht wieder angreifen. Nicht ohne meine Erlaubnis. Aha. Was sind das für Dinger? Sie sind ihr Ruch. Ja. Ich bin nicht wie sie. Ich bin ein Besucher. Seid ihr ein Herrscher? Nee, ich frag mal den anders natürlich wieder. Er scheint sich sehr für ihren Hunger... Und kennen wir schon. Tut es nicht. Dämonen hintergehen einen immer. Was sollen wir tun? So, ich würde sagen, wir lehnen ab, wir bringen um, wir lehnen einfach ab. Wir verhandeln nicht mit einem Dämon. Wie unklug von euch. Ach ja. So, plus 5, plus 10, das ist doch schon mal super. Quest aktualisiert und hier aktualisiert sich gar nichts in der Quest. Ich weiß nicht, warum die angeblich immer aktualisiert wird, aber ich sehe da nie was. Und die Frage ist natürlich... Ruchlose, ruchlose, ruchlose. Das ist ja jetzt ein bisschen schäbig. Felsgeist-Abscheulichkeit. Nein, dann würde ich sagen, erstmal alle auf den Felsgeist. Und dann geht's hier gleich rund mit dem jungen Hund. Und alle machen mit. Ach, hör auf, was das denn? Und eine Abscheulichkeit auch noch, meine Fresse. Ich glaube, es geht los. So, du haust ja mal eine Cola in den Hals und du haust ja mal, ich würde sagen, eine Fanta. Und jetzt, ach, das kann ich auch noch nicht machen. Boah, ach du Scheiße. Wir müssen erstmal die kleinen Schatten ausschalten. Und zwar alle gemeinsam, ansonsten ist ja bald Zappenbooster. Und dann kommen die da hinten dran. Huch, die da. Ach, der ist schon tot. Und da lebt noch ein Ruchloser. Den können wir auch gleich nochmal umbringen. Jetzt den Schatten aber erstmal. Und dann die Abscheulichkeit. Der ist ja gleich weg. Und tschüss, Abscheulichkeit. Niemand wird dich vermissen. Na los, Warwick überlebt das noch. So, keine Geschäfte mit Dämonen. Jetzt mal gucken, was passiert. Irgendwie werden wir ja schon rauskommen.